2 der Boss-Transformation, Leute. Und damit einen guten Morgen. Es ist wieder kurz nach 8:30 und wir sind auf dem Weg ins Gym. Ich muss sagen, ich hatte so einen Hunger gestern nach Tag 1. Direkt. Yo, und ich schneide gerade das Video, aber weil es gut zum Thema passt, der Bausend hat mir mal wieder hier eine Sprachnachricht geschickt, die gut dazu passt, denn es kann auch anders laufen. Ahoi und einen wunderschönen Start in den zweiten Boss-Transformationstag. Hör mal, es hat sich ein unerwartetes Problem aufgetan in der Trafo, und zwar, also ich schaffe die 6 Mahlzeiten nicht. Das, hast du das gestern geschafft? Ich bin bei 4. War Ende. Schluss. Das ist eine Frage. Aus die Maus. Hast du das geschafft? 6 Mahlzeiten. Nichts leichter als das für mich. Und ja, Leute, was könnt ihr tun, wenn ihr das Problem habt, dass ihr mit den Mahlzeiten nicht klarkommt? Weil es ist schon viel Essen eigentlich. Nur es ist halt jetzt, finde ich, nichts, was so nachhaltig satt macht. Ne? Kohlenhydrate, gerade langkettige Kohlenhydrate, die machen ja auch längerfristig satt. Bei mir ist das so, dass mich diese proteinreiche Nahrung nicht allzu sehr satt hält. Und jetzt haben wir schon zum Beispiel 21.42 Uhr, ich habe noch eine Mahlzeit offen, das wird mir reichen, das passt alles. Aber ich habe schon echt Hunger wieder. So, und was könnt ihr tun, wenn das bei euch auch so der Fall ist, wie beim Basti hier? Dann könnt ihr natürlich die kleinen Mahlzeiten nehmen. Ja? Die haben ja verschiedene Volumen, die Mahlzeiten. Und dann nehmt ihr einfach weniger von den großen, mehr von den kleinen. Hauptsache, das ist wohl ganz wichtig, knallt euch diese Anzahl von Gerichten rein, die ihr am Tag zu euch nehmen müsst. So, das war's von mir. Ich will nicht zu lange labern, aber auch bei Basti gab's Hoffnung. Tag 2 lief optimal. 6 Mahlzeiten runtergekriegt, ohne Probleme. Irgendwie alle 2, 2,5 Stunden gegessen. Wunderbar abwechslungsreich, alles sehr lecker. Damit kann ich ohne Probleme in die 3 Monate leben. 3 Monate. So, und ich gebe zurück an mich selbst im Auto. Das ist so ein Kohldampf. Ich habe natürlich nichts gegessen, außer dem, was in der Trafo steht. Und habe heute Morgen tatsächlich 92,4 gewogen. Also ganze 1,5 Kilo weniger als gestern. Ist natürlich hauptsächlich Wasser und so. Aber selbst dafür und für meine Verhältnisse kommt mir das schon viel vor. Na gut, aber ist ja nicht schlecht. Ich will ja abspecken. Ja, und so kann es doch jetzt direkt abgehen in den zweiten Trainingstag. Heute stehen, ich will mich nochmal versichern. Ja, Tatsache. Heute stehen Beine auf dem Programm. Morgen. 6.30 Uhr. Ich hab die Uhrzeit gesagt. Oh, Scheiße. Morgen. Ja, heute das jute Beintraining. Alex hat den Plan ausgedruckt, egoistisch nur für sich selber. So bin ich. Machen uns ein bisschen warm, haben uns jetzt fürs Rudern entschieden. Zurzeit könnte man auch Fahrrad fahren oder laufen, aber. Genau, aber Rudern ist schon ganz gut, da hast du ein bisschen was für die Arme. Naja, und natürlich auch für die Beine, was ja wichtig ist. Und dann oben machen wir natürlich noch ein paar trockene Squats, nur mit Stange. Genau, nochmal so ein spezifisches Aufwärmen. Ja, ich würde sagen, wir rudern jetzt mal, damit es nicht zu lang wird. Bis gleich. So, und wir starten mit Kniebeugen. Genau, wärmen uns jetzt hier nochmal ganz kurz auf und dann gehen wir in die Arbeitssätze, die wahrscheinlich auch nicht mit viel mehr Kilo bei mir passieren werden. Also ja. Kniebeuge echt verdammt lange nicht gemacht. Also ich glaube, das Höchste, was ich neulich irgendwann mal gemacht habe, waren so 100, aber beim letzten Mal auch schon wieder 80 oder so. Also ich werde auch nicht so hoch reinstarten. Ich denke mal, selbst wenn wir, was heißt mit wenig Gewicht anfangen, das ist ja für uns dann schon irgendwie so das Maximum. Gewicht ist ja relativ, ne? Genau, richtig. Ja. Wir schauen mal. Hat's Bock? Ja, voll. Beine immer. Beine, muss ich gestehen, ist wahrscheinlich und war der Alex auch immer stärker. Wie schon immer. Ja. Ist das schon ein Satz auch oder ist das noch Aufwärmen? Könnte es auch nochmal als Aufwärmen lassen, würde ich sagen. Ja, der Start in den Sachen. Ne? Ich meine, aber hat man auch einen Vorteil, ne? Hier, wenn man so kurze Arme, kurze Beine. Das ist nicht alles super. Kürzerer Weg. So, das ist jetzt der erste richtige Satz, ne? Genau, erster Arbeitssatz mit traurigen, was ist das hier, 60 Kilo.
Ja, das sah schon mal anders aus, ne? Das sah schon mal anders aus. Aber ich finde, die steigert man sich auch relativ schnell. Ich denke, das werden wir auch am stärksten merken. Sowas nennt man Demütigung. Erstmal so einmal draufsetzen, Wiederholung. Nee, ist für mich zu leicht, so ich nehme ein bisschen mehr. Ich will ja keinen Satz verschwenden. Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Ich hatte ja gestern schon so einen Hunger. Gestern 93,9, heute 92,4. Wenn ich weiter so abnehme, dann bin ich in der Woche schon auf 5 Mahlzeiten, weißt du? Ja. Da habe ich echt Angst vor. Ja, also ich muss sagen, bei mir ging es eigentlich mit dem Hunger. Ja, 6 Mahlzeiten über den Tag verteilt. Man fühlt sich halt nicht so überfressen irgendwie, ne? Also ja, also generell von der Ernährung an sich auch, ne? Die liegt nicht so schwer im Magen. Da hier so ein Brot. Geht das so? Ja, super. Am twerken hier der Alex. So, ich gehe jetzt auch mal rauf auf 120, denke ich. Aber müssen wir jetzt nicht mehr filmen. Ne? Nee, genau. 140 vielleicht? Ja, kannst beim nächsten Mal gucken. Hier wurde mir bei der letzten Trafo übrigens immer angemerkt, ja, dass man, mach mal, mit den Knien nicht vor die Zehen soll. Ist aber Blödsinn eigentlich, oder? Ich habe total oft gehört, dass das Schwachsinn sein soll. Gelesen in Fachbüchern. Gelesen in Fachbüchern. Wie ist denn das damit? Auf jeden Fall. Sekunde. Schwarz vor Augen. Ja. Boah. Hier. Auf jeden Fall ist das kein Maßstab, ne? Wo jetzt die Knie stehen irgendwie. Der eine hat ein bisschen längere Füße, der andere ein bisschen kürzere. Ist ja die Beinlänge auch unterschiedlich. Also von daher kein Maßstab, den man nehmen sollte. Und spielt nicht so eine Rolle. Natürlich sollte man nicht nach vorne fallen, so gesehen, ne? Ja. Sondern da sollte immer noch eine Abwärtsbewegung sein. Muss man schon sehr vorsichtig sein, ne? Auf jeden Fall. Auch jetzt, ich fange ja jetzt auch mit nicht allzu viel Gewicht an. Nicht nur, weil ich keine Power in den Beinen habe gerade, sondern auch, weil ich vorsichtig bin. Keine Entschuldigung. Genau, also von daher, wichtig ist auf jeden Fall immer, gibt es von der Atmung her auch verschiedene Atemmethoden. Presst die Luft immer so in den Bauch, dass man dann automatisch eine gute Spannung hat im Bauch, im unteren Rücken. Und dann in der Abwärtsbewegung am besten so ein bisschen geradeaus oder nach oben gucken, um nochmal ein bisschen besser zu strecken. Der Hals ist ja immer die Verlängerung der Wirbelsäule. Ja, auf jeden Fall runter in die Kniebeuge. Man muss sich nicht zwingend darauf konzentrieren, mit den Knien hinter den Fußspitzen zu bleiben. Also schön aufrecht bleiben. In die Hüfte einknicken quasi, also nicht mit dem Oberkörper nach vorne rotieren, sondern gerade, wie es beim Alex auch der Fall ist. Genau. Und dann wieder rauf. Hohlkreuz, ne? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube, bei dir sieht man auch ganz gut, dass der Schwerpunkt quasi der Stange, wenn wir da so eine Linie ziehen würden, dass der immer so über der Ferse bleibt, so gesehen. Ne? Also du den immer so in der Körpermitte hast. Bei den ersten war es mit der Hüfte ein bisschen besser, bist du nicht mit dem Arsch so weit nach hinten raus. Aber das lässt sich oftmals nicht vermeiden. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der Beinpresse. So, Beinpresse heute im Sitzen machen wir. Genau. Das müsstest du ja eigentlich gut können. Noch aus deiner Kindheit in Polen, da hast du ja viel Trauben gestampft und so wahrscheinlich auch im Hof bei der Oma. Richtig. Ne? Hör ich gut drauf. Wir haben uns die Beinpresse im Sitz entschieden, aus einem ganz einfachen Grund.
Ja. Beide Plätze im Liegen war besetzt. War besetzt, ja. Genau. Deswegen, aber ich muss sagen, bei der letzten Traffer habe ich nur die im Sitzen benutzt. Man kann irgendwie mehr Gewicht nehmen und irgendwie für mich ist die Bewegung angenehmer. Wir werden aber mal beide machen. Ja, ne? Ich denke auch, genau. Das soll ein bisschen abwechselnd sein. Breiter zu machen, vielleicht Füße ein bisschen nach außen, dass es nochmal mehr in den Po geht. Zehenspitzen hoch über den Knien und Arsch in der Ausgangsposition vor den Knien. Ne? Gut, wenn ihr zu zweit seid, dann kann auch mal so ein bisschen kontrollieren, ob man hinten im Rücken ganz dran bleibt, irgendwie die Hand dahinter halten. So. Hier tendiert man oftmals dazu, mit dem Arsch nach unten hinweg zu rutschen und rund zu werden. Also hier ganz groß. Wie in der Schule früher. Genau, richtig dran. Hier hat man auch nochmal so Griffe bei dem jetzt speziell, wo man sich in den Sitz reindrücken kann. Das hängt so ein bisschen von der Beweglichkeit ab, wie weit man hier runterkommt. Ein bisschen wie beim Gynäkologen. Maximum schon, genau. Ja. Und jetzt. Immer so, genau. Arsch leicht vor den Knien. Sonst ist es auch zu leicht. Ja. Und die Beine nicht ganz ausstrecken, ganz wichtig. Und schön aus der Ferse drücken auch. Ne? Du tendierst ja manchmal auch ein bisschen dazu. Ja, aus den Zehenspitzen. Genau, ich drücke schon mal aus den Zehenspitzen, immer aus der Ferse. Ne? Immer mit der Ferse aufliegen. Ach, mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man sich hier richtig quälen kann. Ne? So bei den Kniebeugen. Ein bisschen vorsichtig, komme ich hoch, komme ich nicht hoch. Ja, auf Freihandel, ne, und so. Genau, richtig ans Limit gehen, wenn du merkst, geht nicht mehr, dann wird's einfach ab. Hier hatte ich am Ende der Trafo alle Scheiben damals, die 245 Kilo, und das wäre noch mehr gegangen. Also hier hat man auch eine sehr hohe Steigerung bei den Gewichten, ne? Ja, also wir sind jetzt seit einer Minute hier, hast du ungefähr dreimal erwähnt jetzt schon. Natürlich besonders wichtig, immer Bauchspannung halten, damit es nicht ganz so behindert aussieht, wie wir gemacht haben. Und am besten vorher die Toilette aufgesucht haben, oder? Das ist gerade bei dem Gerät extrem wichtig. Und keine weiße Unterhose an. So, und reicht von dir, oder? Und keine weiße Unterhose. Sehr gut. So, und dann weiter zur nächsten Übung. Ein Löffel für Mama. Ja, Beinbeuger. Ja, das sieht immer aus wie in so einem Hochsitz, ne, für Kinder. Hier mit eingesperrt. Ja. Ja. Und ich runterfallen kann. So. Genau. Und da gibt es natürlich auch eine Variante im Liegen. Ja, die sieht dann so aus. Ich glaube, in den Boss-Trafo-Videos wurde es auch im Liegen gemacht, aber im Sitzen geht auch. Leute sagen oft nicht im Sitzen, weil... Warte, 6. Ich pump doch nicht das Blut in die Muskulatur, auf der ich sitze. Das genau. Hört man oft. Ne? Aber ich muss sagen, es knallt trotzdem. Okay, ich mache die lieber im Sitzen persönlich. Wichtig ist immer, dass das Knie hier mit der Drehachse quasi auf einer Höhe ist. Mhm. Dann von der Einstellung her, die sind beide sehr unbeweglich. Also ich kriege das gar nicht höher. Man könnte hier mit Sicherheit nochmal eine Stufe höher gehen. Ja. Vielleicht auch. Aber es muss ja auch hier in der Beuge liegen, ne? Ja, das ist die Einstellung hier von der. Achso, ja. Man kann ja auch hier den Winkel. Ah, okay, ja, genau. Alles klar. Aber ich bin leider noch zu unbeweglich, aber ich arbeite dran. Beweglichkeit auf jeden Fall auch eine Sache, die man immer mit einbauen kann. Im Alter nimmt Beweglichkeit auch ab, ne, Alex? Wieso fragst du mich? Und kann man ganz gut in den Alltag integrieren auch. Ne? Gerade so Körperrückseite, irgendwie mal im Stehen die Schuhe anziehen, macht man ja paar Mal am Tag. Ich ziehe die immer im Stehen an. Ja? Ich suche meine Schuhe sogar danach aus, dass ich die im Stehen anziehen kann, ohne sie anzufassen. Im Schuhladen machst du? Schon, ja. Packst du den Schuh dann so mit dem Fuß, mit den Zehen, schiebst du den... Ja, genau. Ja? Ich pack dann den Karton aus mit den Zehen, weißt du, so. Nein, ich hasse es, wenn ich so Schnürsenkel machen muss und sowas. Ich schließe immer einfach nur rein. Hier sind wir auch wieder so. Knie mit der Drehachse hier so auf einer Linie. Kann man ruhig mit Druck runter und langsam hoch. Eigentlich ist es ja bei den Geräten so, dass sie so konzipiert sind, dass man so teilweise wenig falsch machen kann. Ja, also von daher, gerade hier, wenn man so eingezwängt wird und so wenig Freiheitsgrade hat, dann kann man nicht viel falsch machen. Aber der zweite erst, ne? Genau, wir machen noch einen und melden uns dann von, wahrscheinlich von meinem Schlepper. Ja. Ist hier der Kevin gekommen, um den André zu belehren. Jetzt bist du schon fertig, ne? Fertig, genau. Kevin, wie läuft? Geistige Unterstützung. Ja. Ganz gut soweit. Ich kann mich beschweren. Wie macht der André die Übung, du als Trainer? Ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe nichts zu beanstanden. Das
aber auch nicht hingeguckt. Quasi begeistert. Ich habe auf deinen astralen Körper geguckt. Hier ist, No homo. Relativ langweilig und spektakulär hier. Ja, gehen wir weiter. Wir gehen weiter. So, und damit das Video hier nicht eine halbe Stunde geht, hier ganz kurz. Wadenheben sitzend. Wadenheben stehend. Und dann nochmal ein paar super Sätze. Schnelles Bauchtraining bestehend aus. Beinheben. Kabelcrunches und Sidecrunches. So, und wisst ihr ja Bescheid, ihr könnt euch ungefähr ein Bild machen. Ich höre mal auf zu filmen und fange selber an. So, der Bauch ist durch, bin fertig. Alex, fast. Letzte Übung, nochmal ein bisschen schräge Crunches. Genau. Fahrradfahren, so kennt man das vielleicht aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, ne? Ist das nicht früher Fahrradfahren? Ja, genau. Turn Pater Jan lässt grüßen. Ja, wir sind auf jeden Fall durch. Wie so ein Käfer. Ja, es kommt dir nah auf jeden Fall. Ja, gut, war schon der letzte Satz. Genau. Ich bin auch echt durch für heute. Gut, wie fandst du das erste Beintraining? Ja, geil. Ja, war cool. Also war auf jeden Fall, ich habe ja sonst auch Beine trainiert, wenn ich mal trainiert habe. Ja, und heute war aber sehr viel intensiver. Wadenheben habe ich auch locker seit der letzten Trafo nicht gemacht, glaube ich. Das ist halt das Gute an so einem Programm, ne? Also, ja. Wir hatten ja schon mal mit dem André auch drüber gesprochen, mit Trainingsplan, ohne Trainingsplan. Ich finde immer, ohne Trainingsplan trainiert man dazu, die Sachen zu machen, auf die man gerade Bock hat. Ja. Das ist ja auch im Unterbewusstsein, glaube ich, entscheidest du einfach dich für die Sachen, die du gut kannst, genau, die du gut magst und so. Und deswegen finde ich so einen Plan immer ganz wichtig, ganz gut. Ja. Der André hatte ja damals gesagt, er hört halt darauf, was der Körper sagt, ne? Und trainiert dann danach. Das ist ja auch klar, ist schön und gut und funktioniert sicher auch. Aber dann ist es halt so, dass du halt Wadenheben niemals machst, ne? Weil halt die Waden eh über den Tag hinweg immer ein bisschen trainiert werden, dann denkst du nie daran, Wadenheben zu machen. Es sei denn, man ist sehr diszipliniert. Also ich kann mir vorstellen, dass der André auch Wadenheben macht, so. Der ist ja schon auch sehr diszipliniert. Aber tendenziell ist mit einem Plan auf jeden Fall irgendwie alles strukturierter, meiner Meinung nach. André Miegel von Zig Plus übrigens, ne? Genau. Falls Leute sich fragen, welcher André, der sitzt doch hier. Ja, also ich rede nicht der dritten Person von mir. Ne? Ja, heute nicht. Heute nicht. Ja gut, wir wollen uns ja kurz halten. Ich sehe da oben, ist die 2 schon gleich wieder durchlaufen. Ja, guck mal, dann holen wir uns noch schnell den Proteinshake. Ja, wie gesagt, ist quasi eine Mahlzeit. Da ist jetzt drin Whey-Isolat, weiße Schokolade. Also nicht weiße Schokolade und Whey-Isolat, sondern Whey-Isolat mit weißem Schokoladengeschmack. Und Heidelbeeren, gefrorene. Und Cashewkerne, habe ich alles zermahlen. Willst du mal probieren? Schmeckt richtig nice. Mein Frühstück heute Morgen sah ähnlich aus. Mit Himbeeren. Nicht weiße Schokolade, sondern nur Schokolade. Probieren wir, ist richtig geil. Aber nicht zu viel. Das ist lecker, ne? Super. Ja. Mit Zucker drin natürlich noch für den Geschmack. Spaß! So, und ich würde sagen, guck mal hier, in diesem schönen Kabuff kann man noch ein schönes Schlusswort finden, oder? Das ist durch, genau. Schlusswort, immer schön warm anziehen nach dem Training. Ne? Stichwort Open Window. Mehr dazu in der nächsten Folge. Vielleicht. Eventuell. Tschö.